Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Ann-Kathrin Querbach und ich unterrichte vor allem Trainer und Therapeuten. Ich war heute Morgen in einer Reithalle und habe dort Unterricht gegeben und habe einem Pferd so ein bisschen peripher immer mal wieder zugeschaut, was die Reiterin so mit ihm gemacht hat. Es war so ein richtig typisches Dressur-passiv stabilisiertes Pferd. Man hat schon an den Augen erkannt, dass es sehr Schmerzen hat, dass es sich eigentlich sehr ungern bewegt und dass die eine oder andere Muskulatur ziemlich verspannt ist. Die Schlauchgeräusche waren dann auch relativ schnell hörbar und die Frau ritt so circa eine Stunde mit ihrem Pferd, meistens im Trab, ab und zu auch im Galopp in der Halle herum. Und dann habe ich mir so gedacht, es ist schon schade, dass irgendwie das immer noch in den Köpfen drin ist. Wenn wir jetzt reiten, dann reiten wir richtig, dann reiten wir eine Stunde, dann machen wir keine Pause, dann fangen wir an, immer wieder Hufschlagfiguren nacheinander durchzugehen, durch die ganze Bahn wechseln, Zirkel, Volte, nochmal auf die Volte, wenn es sich nicht richtig gebogen hat. Und dann wieder Stocker vor, anhalten, in den Spiegel schauen, ob man auch schön sitzt. Das Pferd darunter denkt sich, oh Gott. Und dann geht es auch schon wieder los. Warum tut man das einem Pferd an? Das frage ich mich schon seit mehreren Jahren immer wieder. Und ich glaube, es hat wirklich nur was damit zu tun, dass die Menschen gar nicht wissen, wie man wirklich trainiert. Weil was können wir uns zum Beispiel von den Westernreitern abschauen? Die Westernreiter trainieren 120% und machen eine Pause. Und sie trainieren wieder etwas und sie machen eine Pause. Warum? Weil die Muskulatur genau so trainiert wird. Ja, wenn wir Krafttraining machen möchten, dann müssen wir es anstrengen und wieder eine Pause einlegen. Das heißt aber nicht, wir machen jetzt eine Stunde Anstrengung und 23 Stunden Pause, sondern innerhalb des Trainings strengen wir uns an und machen eine Pause. Das nächste ist, warum reiten wir mit einem passiv stabilisierten Pferd, was schon, ja, auf weit, also man kann schon relativ gut erkennen, ja, enge Volten und dieses Pferd kann es gar nicht. Es hat Ausweichmechanismus des Grauens, das heißt, die Beine fliegen um die Kurve herum. Es versucht sich irgendwie auszubalancieren und der Reiter zieht noch am inneren Zügel, weil es eben nicht so schön gestellt ist. Dann schmerzt irgendwann der Bauchmuskel. Und die Schlauchgeräusche sind da. So, wozu machen wir sowas? Ja, wenn wir wirklich wissen, wir wollen, also meistens wollen die Leute ja das Pferd aufmuskeln. Sie wollen, dass das Pferd mehr Muskulatur hat, dass es ihm gut geht. Man geht da ja meistens mit einem sehr, sehr guten Gefühl hin und sagt, okay, ich trainiere jetzt, aber wir trainieren das nicht, wenn wir die ganze Zeit Hufschlagfiguren reiten oder enge Wendungen dauernd machen, wenn wir nicht das passende Pferd dafür haben oder noch gar nicht an diesem Ausbildungspunkt sind. Und da sind aber eben die meisten. Ja, es gibt ja auch Reiter, die wirklich sehr hoch reiten und es trotzdem nicht gemeistert haben. Also das hat nichts mit dem typischen Ausbildungsstand zu tun, was wir jetzt so kennen. Wir reiten LM, S-Dressur, keine Ahnung, LK2-1, völlig wurscht. Ja, darum geht es nicht, sondern es geht darum, haben wir das Thema der Bewegungsstrategie gemeistert? Ja, nein. Haben wir die Händigkeit des Pferdes gemeistert? Ja, nein. Hat das Pferd noch einen Ausweichmechanismus? Ja, nein. Hat es den Schulter- und Beckengürtel ordentlich gestärkt? Ja, nein. Hat es noch die Achsensymmetrie, also asymmetrische Achsen irgendwo? Ja, nein. Haben wir jetzt unser Thema mit der Federung geschafft? Das ist der Punkt, an dem wir uns entlang hangeln müssen. Und nicht EA-Dressur oder Springen oder sonstiges, okay? Das heißt, erst wenn wir, also wenn die Gesundheit des Pferdes uns wirklich wichtig ist, dann müssen wir uns mit diesen Punkten auseinandersetzen und dann können wir nicht sagen, juhu, wir reiten jetzt ganz fröhlich munter da unsere Runden eine Stunde lang, machen hier noch eine Volte, wieder einen Handwechsel, dies noch, dies jetzt noch so und merken überhaupt nicht, welche Muskulatur des Pferdes aktuell eigentlich Hilfe und Unterstützung benötigt. Das heißt, wir müssen da wirklich mal auch aufwachen. Ob wir jetzt Reiter sind, Trainer oder Therapeuten, völlig egal. Wir müssen aufwachen und sagen, okay, wir reiten jetzt unser Pferd richtig und dann ist es am Anfang wirklich auch anstrengend, dann ist es mega diszipliniert, aber dann haben wir das auch nach 4 Wochen durch.
Das ist gut machbar. Und dann müssen wir das Pferd nicht über Jahre schrubben und wundern uns, dass unser Pferd immer noch eine eckige Gruppe hat. Ich denke mir immer, dass das kann doch nicht wahr sein. Deswegen hier jetzt, Entschuldigung, mal voll der Real Talk. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht getriggert oder sowas. Ich gebe dir nur die Möglichkeit, drüber nachzudenken und dann eben auch in die Umsetzung zu gehen. Das heißt, wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, sie redet von mir, es gibt ganz viele Kurse, wo du genau das lernen kannst. Ob das jetzt bei mir ist oder bei jemand anderem, das ist egal. Bisher weiß ich jetzt noch nicht, wer meine Sachen unterrichtet, aber demnächst wird es bestimmt ein paar Leute geben, weil sie ja auch schon bei mir gelernt haben. Und schau da wirklich rein. Wenn das Pferd noch in irgendeiner Form die Bewegungsstrategie noch nicht umgewandelt hat in eine positive Körperspannung, dann ist das die Priorität und nichts anderes. Dann brauchen wir keinen Schenkelweichen, kein Rückwärtsgehen, keine sonstigen komischen Geschichten, keine 100 Übungen, um Pferde zu gymnastizieren oder auch kein Stangenworkout oder ähnliches. Nein, dann müssen wir ganz kontinuierlich an diesem Thema arbeiten, bis wir es gemeistert haben. Wenn unser Pferd noch extrem schief ist, dann brauchen wir einen Therapeuten, der es dabei unterstützt und wir reiten unser Pferd ganz straight in diese Richtung. Wie das funktioniert, kann ich dir alles erklären. Das ist wirklich relativ einfach, wenn man mal das ganze Warum verstanden hat. Dann ist es super wichtig, dass wir den Schulter- und Beckengürtel wirklich stabilisieren, weil wir möchten natürlich nicht auf Dauer die ganze Zeit nur geradeaus und ganze Bahn reiten. Das ist mir auch bewusst. Ja, will ich auch nicht. Und es ist auch nicht für jedes Pferd sinnvoll. Ja, also da muss man auch wieder aufpassen. Nicht jedes Pferd sollte nur ganze Bahn geritten werden. Es gibt auch viele Pferde, die schon auf der Wendung geritten werden müssen, um ihre Bewegungsstrategie zu ändern. Aber wir müssen dann auch sagen, okay, wir müssen ordentlich sitzen. Wir müssen das Thema Reitersitz in der Biegung gemeistert haben. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Klick dich da einfach mal durch. Dann müssen wir den Schulter- und Beckengürtel des Pferdes wirklich gestärkt haben und nicht nur so pseudo und die Beine sind immer noch in der Schräglage. Also wirklich gemeistert. Richtig, pam. Dann stehen die Pferde hinten ganz gerade und die Vorderbeine sind auch gerade. Okay? Dann haben wir dieses Thema gemeistert. Und dann können wir Seitengänge machen, Stangenarbeit machen, lustige Kapriolen, alle möglichen Übungen. Dann macht es auch richtig Spaß und dann ist es auch gesund und dann können wir genau solche Sachen machen, natürlich trotzdem noch angepasst auf die Bewegungsstrategie des Pferdes und so weiter. Aber am Anfang nicht. Und ich wünsche mir sehr, extrem von Herzen, dass wir Reiter endlich mal aufwachen und sagen, okay, ich gehe aus meiner Komfortzone raus für das Pferd, für die Gesundheit des Pferdes. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.